So langsam kommt Licht ins Dunkel bei Let's Play Spirit Camera, das verfluchte Tagebuch. Und ich meine jetzt nicht Licht wegen meiner Powerleuchte, sondern weil wir hier endlich mal Fortschritte machen. Wir haben erfahren, was es mit der Frau in Schwarz auf sich hat. Die schrecklichen Worte der alten Frau und der Dorfbewohner. Die Szene, die Maya von der Frau in Schwarz gezeigt bekam. Die für die Zeremonie auserwählte Dienerin lebte bis zu ihrem 18. Lebensjahr in Isolation, ja? Und bekam dann ihren Augen und ihren Mund zugenäht, um als Gefäß zu dienen. Diese Dienerin war die Frau in Schwarz. Ein trauriges Schicksal, an dem wir jetzt auch teilhaben dürfen. Und lass mich raten, ich darf zuerst Maya suchen. Maya, ich hoffe, du bist wieder links neben mir. Wo sonst? Um ihre Einsamkeit zu lindern, begann sie mit Hilfe ihres Fluchs Menschen einzufangen. Sie nimmt ihre Gesichter, um das Ritual in dem Augen und Mund zugenäht werden, nachzuspielen. Es sieht ganz so aus, meine Liebe. Was, wenn durch das Misslingen die Frau in Schwarz in die Dunkelheit verbannt wurde? Was auch immer die Zeremonie gestört hat, könnte der Grund für den Fluch sein. Diese Erinnerung, die mir die Frau in Schwarz gezeigt hat. Warum hat sie das getan? Diese Erinnerungen liegen ganz allein bei dir, Maya. Ich kann dir da leider nicht helfen. Oh, die alte Frau. Jemand ist in der Nähe. Das kann ja nur die alte Schabracke sein. Wo ist sie? Ich muss mal wieder aufstehen. Du miese Alte. Oh mein Gott. Du siehst nicht gesund aus. Wow, komm mir nicht zu nah. Halt dich bloß von mir fern. Und sie teleportiert sich. Das ist ja mal ganz fies. Aber ich erwische sie. Da kannst du dich noch so viel teleportieren. Ich finde dich so oder so. Was geht jetzt ab? Was? Was zur Hölle war das denn? Oh Gott, was muss ich tun? Violettspiegellinse, okay. Wow, 2 Schadenspunkte. Wir haben echt gut getroffen, Leute. Okay, noch ein weiterer Frontalangriff wirst du nicht überstehen. Wo bist du? Komm aus deinem Versteck. Nein! Ich war zu langsam! Oh, ich habe sie dennoch irgendwie erwischt. Mit 2 Schadenspunkten. Wollen wir mal nicht zu viel auf die Kacke hauen hier? Und reicht es? Ich glaube, wir haben sie. Ist sie weg? Sie ist weg. Während der Geist der alten Frau verschwindet, wird ein trauriger Schrei in dein Bewusstsein projiziert. Oh weia, da kann ich mich erstmal wieder hinpflanzen. Oh weia. Schrei der alten Frau. Sollte die Dienerin auch nur ein einziges Band zu einer Person geknüpft haben, wird sie an diese Welt gebunden sein und kein würdiges Gefäß darstellen können. Okay. Sollte durch die Zeremonie ein böser Geist beschworen werden und diesem unreinen Gefäß entfliehen, wird Dunkelheit über uns alle kommen und das Dorf vernichten. Wenn diese Krankheit nicht wäre, dann wäre nichts von all dem geschehen. Wenn die Dienerin doch nur keine Bande geknüpft hätte, dann müssten wir all dies nicht tun. Okay, nun findet also die Zeremonie statt. Alle Bande müssen durchtrennt werden, um den Geist an der Flucht zu hindern. Oh Mann, lesen ist heute wieder schwer, Leute. Das Gefäß muss versiegelt werden, auf das er nicht entschwindet.
Schrei der alten Frau eingefangen. Du findest ihn unter Infobotschaften. Maya, was? Wo bist du? Bist du schon wieder an meiner Tür? Oh nö, jetzt sag mir bitte nicht, dass du hinter mir bist. Dann kann man mich nämlich so schlecht über das Mikrofon hören. Na super. Ich darf jetzt meinen 3DS ganz bescheiden halten und mit dir sprechen. Du bist doch sonst immer bei meinen Mangas. Warum bist du jetzt an meinem Tisch? Der ist total unordentlich. Geh da weg. Welches Band könnte zwischen uns beiden bestehen? Oh oh, sie ist anscheinend immer noch hier. Ich glaube, wir bekommen jetzt eine Cutscene. Oh ja, wunderbar, da kann ich mich wieder umdrehen. Oh mein Gott, das war creepy. Maya, bitte sag mir, dass du wieder hier bist. Ah gut, du bist ja bei meinen Mangas und bei meinen Spielen, das ist gut. Dann kann ich wenigstens in das Mikrofon reinsprechen. Dankeschön, du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Was that the woman in Black's memory? Sieht ganz danach aus. Sie war in der Dunkelheit gefangen, die Dorfbewohner. Ich verstehe das nicht. Wieso hat sie mir das gezeigt? Kommt so langsam alles zurück, Maya? I remember. She's my family. My only family. Und dich daran zu erinnern hat so lange gedauert. Aber immerhin wissen wir jetzt Bescheid. Mayas Stimme. Dieses Haus ist so groß und so dunkel. Ich war die ganze Zeit über allein. Allein und voller Angst. Ich möchte doch nur jemanden, mit dem ich reden kann. Und sei es mein eigener Schatten auf dem Paravent oder die weggeworfene große Puppe, ganz egal was. Das alte Tagebuch, das die alte Frau zurückgelassen hat. Ich möchte auch gern ein Tagebuch mit jemandem teilen. Mit meiner Familie, mit einer Schwester. Jemand hat mir geantwortet. Jemand, der nicht ich selbst bin. Jemand, der bei mir bleiben wird. Ich und sie, auf ewig vereint. Das Tagebuch ist unser Band. Ein Band, das uns für immer verbinden wird. Das Mädchen und ich, wir beide tragen denselben Namen. Maya und Maya. Sie wird alles wissen, sie wird alles akzeptieren, sie wird meine Familie sein. Okay. Das ist mal ein netter Plot-Twist. Maya, bist du immer noch hier? Gut. Hey, schau mich an. Sag mir, was los ist, was dich bedrückt. Niemand kann das verstehen. Ich hatte eine Familie. Wir teilten uns ein Tagebuch. Es war wie unsere eigene Welt. Die Tür, die uns beide verband. Es tut mir so leid. Ich erinnere mich nun. Ich erinnere mich an alles. Nun, ich höre dir schon seit so vielen Stunden zu. Ich werde jetzt dich ganz bestimmt nicht alleine lassen, also erzähl ruhig. Was soll Maya dir näher erläutern? Erstmal die Zeremonie. Wir gehen der Reihe nach. Of surrendering to a spirit was an ancient ceremony in the village.
Das Dorf wurde von einer Krankheit heimgesucht. Der Dorfarzt floh. Es gab keinen anderen Ausweg. Eine Dienerin ohne Familie. Eine Dienerin ohne jegliche Bande, aufgewachsen in völliger Isolation. Diese Dienerin war ich. Der Dienerin müssen Augen und Mund zugenäht werden, damit sie als Gefäß dienen kann. Als Geistgefäß. Einmal in diesem Gefäß gefangen, würde der Geist nie mehr entschwinden können. Okay, dann was könntest du jetzt zur Frau in Schwarz sagen? I had created another Maya. Another me. She was my only family. Also so jetzt wie einen unsichtbaren Freund, oder wie muss ich das verstehen? Als das Ritual begann und mir Augen und Mund zugenäht wurden, ergriff etwas Besitz von mir. Dieser Geist, er war böse. Er war die reine Dunkelheit. Ich verlor das Bewusstsein, doch die andere Maya erwachte. Die Dunkelheit übermannte sie und an meiner Stadt. Sie nahm sie in sich auf. Die Einsamkeit war unerträglich. Sie hörte nie auf, sich nach einer Familie zu sehen. Also zog sie Menschen in das Tagebuch und nahm die Gesichter derer, die zu fliehen wagten. Ja, aber das ist jetzt noch kein Grund, hier den Leuten die Gesichter zu nehmen. Ansonsten noch das Tagebuch. Danach haben wir erstmal nichts mehr zu belabern. Zuerst war sie nur wie eine Puppe und ich spielte einfach nur mit ihr. Doch irgendwann, ich weiß nicht genau wann, begann sie zu mir zu sprechen. Ich glaubte wirklich, dass sie jenseits der Seiten des Tagebuchs existieren würde. Könnte ich doch nur durch das Tagebuch in ihre Welt gelangen, so würden wir vereint sein. Nun, dann haben wir, denke ich mal, alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Naja, ich habe keine weiteren Optionen, also können wir erstmal nicht weiterreden. Bist du sicher? Oh Mann, diese Frage jetzt. Ja, nein, ich habe doch jetzt alles mit ihr besprochen. Also ja, ich bin sicher. Aber jetzt bitte nichts, was irgendwie wichtig für den Plot ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen muss, die mich dann zu einem Bad Ending führt oder sowas. Oh, weia. Was hat Maya falsch gemacht? Also der Wunsch nach einer Familie ist nicht falsch. Ich meine, wer sehnt sich nicht nach einer Familie? Flucht aus der Zeremonie oder geknüpftes Band? Naja, unsichtbare Freunde sind nicht wirklich gut, also würde ich mal sagen, das geknüpfte Band. Ich wurde gezwungen, allein in diesem Haus zu leben. Ich war die Dienerin, das Geistgefäß. Im Laufe der Zeit erschuf ich eine weitere Persönlichkeit in mir. Ich erschuf eine andere Welt, ein Ort für uns beide, für Maya und mich. Wir schworen auf das violette Tagebuch, dass wir beide uns nie trennen würden. Sie war nicht real, aber ich knüpfte trotzdem ein Band zu ihr. Das war mein Fehler. Nichts zu danken, aber was wird jetzt aus mir? Das hat aber jetzt nichts mit mir zu tun, oder?
Doch sie ist in der Dunkelheit gefangen. Sie wurde zu einem bösen Geist. Ich muss einen Weg finden, die Dunkelheit zu vertreiben. Und hier komme bestimmt ich wieder ins Spiel, oder? Ich weiß jetzt nicht, mache ich jetzt für heute schon mal Schluss oder machen wir weiter? Ich glaube, dies könnte durchaus das letzte Kapitel sein. Aber vielleicht könnte das auch ewig dauern, bis das mal zu Ende geht. Wir sind jetzt gerade mal bei 15 Minuten und 40 Sekunden fast. Ne, wir machen weiter. Die Geschichte. Die Frau in Schwarz ist Maya. Sie ist ein Teil von Mayas Persönlichkeit, ein Teil ihrer Familie. Maya und Maya. Sollten sich beide begegnen, könnte dies den Fluch beenden. Die Dunkelheit fing Maya ein und verwandelte sie in einen bösen Geist. Diese Dunkelheit muss vertrieben werden, um Maya zu erlösen. Und hier darf bestimmt ich wieder den Fotografen spielen. Diese Dunkelheit. Viel zu dunkel, um irgendetwas sehen zu können. Völlig leer. Endlos. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, war ich im Haus. Ich hatte alles vergessen. Ich war verschwunden. Also nahm die Dunkelheit die Maya, die noch verblieb. Ein seltsames Geräusch ertönt aus der Kamera Obscura. Das Siegel der Umkehrlinse wurde gebrochen. Was kann diese Linse enthüllen? Vielleicht die Wahrheit? Ich war die ganze Zeit über im Haus, in deiner Nähe. Ich hatte alles vergessen. Ich hatte Angst vor dir. Du hast so lange auf mich gewartet. Du musstest die Last meines Fehlers die ganze Zeit alleine tragen. Für meine Freiheit musstest du einen entsetzlich hohen Preis zahlen. Was war das? Die Kamera Obscura hat auf Maya reagiert. Versucht sie etwa ihr wahres Ich zu enthüllen? Vielleicht musst du eine andere Kameralinse verwenden. Oh weia. Das ist doch mal ein Gesicht, das wir kennen. Die Kamera lässt sich die Stimme der Frau in Schwarz, Mayas Stimme, vernehmen. Stimme der anderen, Maya. Ich habe auf dich gewartet. Du konntest mein Innerstes erblicken. Du berührtest mein Herz. Du hast mich verstanden. Doch nachdem du versprachst, für immer bei mir zu bleiben, bist du verschwunden. Du hast mich verraten. Nun vermagst du es. Nur du vermagst es, in deiner Gegenwart die Leere in mir zu füllen. Verlass mich nicht. Lass uns gemeinsam dorthin zurückkehren, wo wir einst... Was? Wo wir einst alles verloren? Öffne die violette Tür. Die violette Tür? Ist das eine Tagebuchseite? Sowohl die Stimme als auch Maya sind verschwunden. I'm so lonely. Ist Maya zur anderen Maya geworden? Hat die Dunkelheit sie verschlungen? Der Ort, an dem die andere Maya alles verloren hat. Eine violette Tür. Beide Mayas sind zusammen dort. Das schreit mal wieder nach dem Tagebuch und nach meinem Powerlicht. Oh, Mann, meine Augen. Aber das ist wahrscheinlich die letzte Folge, in der ich das tun muss. Ich glaube, wir müssen jetzt die letzte Tagebuchseite aufschlagen. Yep, müssen wir. Die Kamera reagiert, aber nichts geschieht. Vielleicht musst du eine andere Kameralinse verwenden. Es kann ja eigentlich nur die sein, die wir vorhin erhalten haben. Oder auch nicht.
Ah, die Rekonstruktlinse ist das. Okay, jetzt muss ich wieder eine andere Linse verwenden. Vielleicht muss ich jetzt die Umkehrlinse nehmen. Okay. Die violette Tür. Dahinter liegt all das, was verloren ging. Ja, aber wie? Der violette Nebel ist verschwunden. Die Tür öffnet sich. Und hinaus kommt... Niemand. Ha. Oh, wow, 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 wir werden in das Buch hineingezogen. Oh, Backe. Jemand ist in der Nähe. Aber wo? Oh, hi. Okay, ich würde mal sagen, dies ist das letzte Gefecht. Wir gegen die schwarze Frau. Banne Maya mit der Kamera Obscura. Jetzt aber! 200. Das hat wehgetan. Tut mir leid, Maya, ich tue das nicht gerne. Oh, Maya. Oh, Maya! Nein! Was sind das für Typis? Der kommt mit dem Hackebeil auf mich zu, ich glaube, es hackt. Hackebeil, ich glaube, es hackt. Oh, Mann, was für ein schlechtes Wortspiel. Mach dich weg! Und du auch! Lass mich in Ruhe! Habt ihr nichts getan, ja? Ich habe nur deinen Kollegen umgebracht. Hört das auch mal wieder auf? Das sind ein paar zu viele. Wo bist du, Frau in Schwarz? Jetzt aber, Snapshot. 16 Schadenspunkte. Und... 62, ja, das... Wow, sie kommt! So einfach wirst du nicht davonkommen. Oh toll, sie beschwört wieder ihre Freunde hier hervor. Wo kommen die alle her? Was sind das für Leute? Haben die alle nichts zu tun? Nein, wo kam das denn jetzt her? Maya, wo bist du? Ich stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch. Wo ist sie, verdammt nochmal? Da kommen zumindest keine Leute mehr raus. Oh, ich hab nichts gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Och Mann, wo kam das denn jetzt schon wieder her? Ich glaube, ich muss echt mal wieder aufstehen. So komme ich echt nicht weit.
Ah, habe ich sie gefunden. Und ich habe nicht rechtzeitig gedrückt. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Linse. Anscheinend schon. Ja, toll. Ein Schadenspunkt und ich habe dicken Schaden erhalten. Verdammt, wo ist sie? Ja, toll, ruft wieder deine Freunde her, weil Party mit mehreren Leuten macht da wesentlich mehr Spaß. Wo kam das denn jetzt schon wieder her? Oh, boah, ey, langsam macht's keinen Spaß mehr. Okay, jetzt aber. Kann ich jetzt die ganze Zeit nur 2 Schadenspunkte machen? Jetzt aber, jetzt können wir sie endlich wieder anvisieren. Nein, jetzt mal nicht wieder den Mist. Ich dachte, ich hab dich jetzt endlich. Oh, ich bin der böse Mann mit dem Hackebeil. Ich will dich schlagen. Mein Gott, ist ja mal irgendwann wieder gut, oder? Noch einer? Nein, doch. Ja, komm, lass doch noch einen Typen da rauskommen, den ich nicht sehe. Du elender Bastard. Wo ist sie denn jetzt? Oh, ja toll, gleich habe ich keine Lebensenergie mehr. Woher kommt das? Was zur Hölle war das? Ey, ich glaub's ja nicht. Ja, Leute. Wir gehen auf die 30-Minuten-Marke zu. Ich beende das Video erstmal und werde dann im nächsten Part versuchen, diese behinderte Scheiße zu überstehen. Mann, da haben sie sich echt das Blödeste für den Schluss aufgehoben. Naja, jedenfalls danke fürs Dabeisein, Leute. Entschuldigt diesen kleinen Ausraster meinerseits. Aber so kurz vorm Ende jetzt mit so einer blöden Scheiße anzukommen, das regt mich echt auf. Naja, ich bin mir sicher, nächstes Mal werden wir dann Maya endlich besiegen. Und endlich wieder in die reale Welt zurückkehren. Ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen werden. Nun denn, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.